So, hallo, dass ihr alle heute zahlreich erschienen sind. Grüßt euch erstmal. Der Holle hat mich ja schon so schön vorgestellt. Ich bin der Alex, ich bin der erste Vorstand von CSC Nürnberg, halt der zweite seit diesem Jahr. Wir machen hier den GMM zum zweiten Mal. Schön, dass du dieses Jahr so viele Leute gekommen sind. Bei dem geilen Wetter ist das ja allerdings kein Wunder. Lauter! Hört ihr mich jetzt besser? Ah, wunderbar. Ja, der Cannabis Social Club Nürnberg. Wir veranstalten jetzt zum zweiten Mal den GMM, den Global Mariana March. Der Cannabis Social Club Nürnberg ist ein Verein, ein gemeinnütziger Verein. Wir haben uns vor 2 Jahren gegründet, haben uns gedacht, warum hocken wir alle bloß auf der Couch daheim und regen uns auf, warum es nicht legal ist. Tu mal halt was dagegen. Dann haben wir uns zusammengetan, haben eine kleine Gruppe gebildet, haben angefangen, ein bisschen aktiv zu werden, Infostände zu betreiben, ein bisschen zu dem Thema zu informieren. Ja, und daraus ist jetzt echt nach 2 Jahren ein e.V. geworden. Genau. Ich hasse Reden. Hast du gut? Super. Ja, Leute, genießt wie gesagt heute den schönen Tag hier. Zeigt Nürnberg, was wir von Cannabis halten, dass wir es legalisieren wollen, dass es eine tolle Änderung ist. Bedenkt, im März gab es diese Änderung, dass es auf Rezept legal ist. Dass es noch viel weiter gehen kann, dass es nur ein Tropfen auf dem heißen Stein war, dass wir die Legalisierung wollen, lass uns ein Zeichen setzen, lass uns laut, bunt und schrill, aber dennoch mit der ersten Botschaft durch Nürnberg durchziehen. Vielen Dank. Hallo Nürnberg, lass uns Stimmung hier. Ich gehe auf viele Demos verschiedener Art, aber das sind mir meine liebsten Demos. Hier ist wirklich gute Stimmung, wir mögen sich gerne miteinander und das macht Spaß. So, lauter, denn jetzt so geht's, ja? So geht's, ja? Okay. Also, ich gehöre wohl zu den ältesten Antifaktivisten. Ich habe schon in den 60er Jahren bin ich auf die Straße gegangen. Also heute fast 70. Und zu den anderen habe ich mir extra mein Festtagsgewand angezogen. Aber Spaß hin, Spaß her. Ich wollte was vor allen Dingen zur Solidarität sagen. Wenn hier vorne mal jemand eine Armbanduhr hat und auf die Uhr schauen kann, ich würde sagen, das habe ich letztes Jahr schon gemacht, wir legen jetzt eine Gedenkminute für die vielen ein, die hier in Deutschland jetzt sind oder überhaupt deswegen im Knast sitzen. Das vergessen wir nämlich immer gerne. Und deswegen, wir hatten ja eine Armbanduhr, die wir Signal gibt. Wir haben da eine Armbanduhr, keiner mehr oder auf dem Handy gucken. Du machst das auf die Uhr. Sagen wir, wenn wir anfangen. Also, jetzt eine Gedenkminute für die vielen, die im Gefängnis sitzen. Solidarität ist das immer so eine Sache. Die sind ja doch erstaunlich viel und ich schätze mal, das sind wesentlich mehr als im letzten Jahr, wenn ich mich irre, gekommen. Und denen sind wir natürlich auch dankbar. Aber wo sind die vielen anderen? Hier müssten normalerweise Tausende stehen. Wo sind denn die alle?
Deshalb die Aufforderung an euch, macht fleißig Werbung in eurem Umfeld zur Handballer, Berlin zum nächsten EM, bringt immer wieder mehr Leute mit. Wir müssen mehr werden, damit es auch wirklich wirkungsvoll ist, unser Protest. Ich meine, wenn ich alter Sack nicht so anziehen kann und wenn ich so oft mal zur Demo gehen kann, dann kann das genau genommen jeder. Ja, und es gibt nur ganz wenige Ausnahmen, die vielleicht aus beruflichen Gründen nicht können. Okay, das wollte ich jetzt nur sagen. Ansonsten wünsche ich allen ein richtig geiles Fest, viel Spaß und eine gute Stimmung. Danke, Danny. So, die zweite Minute war wichtig, weil wir sind ja nicht nur hier, weil wir kiffen wollen, sondern wir sollen auch an die denken, die, in, wie er gesagt hat, jetzt im Knast sitzen. Für die sind wir heute auch da. Aber so leise wie gerade will ich euch heute nicht mehr hören. Ja! Zeigt Nürnberg, dass Kiffer keine langweiligen Schlaffis sind. So. Wir haben jetzt dann noch einen musikalischen Beitrag. Danach werden wir uns so langsam zur Demo aufstellen. Das wird folgendermaßen, haben wir uns das gedacht, hinter unserem Frontbanner werden die politischen Gruppen mit ihren Fähnchen sich aufstellen, wenn sie das wollen würden. Und danach, ja, macht was ihr wollt, macht Spaß. Passt da von innen auf, irgendwie passt hier ein bisschen auf den Lautsprecher mal auf, weil es wird in der Innenstadt ein bisschen eng. Aber ja, hat Spaß. So, bitteschön. Freunde und Cannabis-Freunde zum globalen Marihuana-Marsch 2017! So, jetzt möchte ich mich erstmal kurz vorstellen. Ich bin der Philipp von der Partei Die Partei Nürnberg. Wir sind die Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative, kurz Die Partei. Wir sagen Ja zu Cannabis! Ja! Nein zu Cannabis! Nein! Wir sind die extreme Mitte! Heute haben wir schon viel über die Vorteile der Legalisierung gehört und werden noch viel über die Vorteile der Legalisierung hören. Jetzt komme ich mal kurz auf die Nachteile der Legalisierung zu sprechen. Erstens! Zweitens! So, hi, hi, hallo! So, willkommen mitten in der Innenstadt. Wir sind der Global Marihuana March. Ich glaube, jetzt hat es mittlerweile jeder mitbekommen, oder? Das Wetter spielt mit. Es ist echt ein geiler Tag. Es macht richtig Spaß mit euch. So, ich habe noch eine Meldung aus anderen Städten irgendwie. So Rostock zum Beispiel, ganz oben an der Küste, sind es auch über 500 Menschen, die zusammengekommen sind. Ich habe auch leider auch noch eine kleine negative Nachricht aus Regensburg. Da löst sich der dortige GMM gerade auf, weil es ziemlich wenig Menschen waren und die dortigen Polizisten auch nicht so gut drauf waren, wie die netten Beamten, die uns heute hier begleiten. Dafür auch mal einen Applaus. Wir können auch zusammenarbeiten. So, jetzt will aber ich nicht länger reden, ich quatsch schon die ganze Zeit. Ich möchte unseren letzten Redner vorstellen. Mitglied von Bündnis 90 den Grünen, Mitglied des Bundestages, Herrn Dieter Janicek. Hallo Nürnberg, ihr seid ja so viele. Voll geiler Tag heute. Ist jetzt 14 Jahre her, da war der Hans-Christian Ströbel, da habe ich damals den Hanftag gemacht. In München, da steht das. Gebt das Hanf frei! Und ihr werdet immer mehr und das ist richtig gut, denn es tut sich was. Man darf ja in Bayern jetzt plötzlich Hanf anpflanzen. Im klinischen Bereich, das ist schon mal geil. Das ist euer Erfolg. Euer Erfolg allein. Ihr habt das gemacht. Thank you.
Und es muss weitergehen. Wir haben jetzt echte Bewegung weltweit, in den USA, in Kalifornien, in vielen Staaten der Welt, in Portugal, Uruguay. Aber nicht in Deutschland. Warum denn nicht? Weil die CSU das immer noch nicht will. Wir müssen sie treiben. Wir müssen sie treiben. Es muss endlich Gerechtigkeit geben. Es kann nicht sein, dass Millionen von Kleinstkonsumenten verfolgt werden. Das geht nicht. Und anders, das muss ein Ende haben. Wir haben als Grüne im Deutschen Bundestag ein Gesetz eingebracht, über 80 Seiten, hat einen komplizierten Namen, das Cannabis-Kontrollgesetz. Am Ende läuft es daraus auf, Hanf freigeben, Eigenbedarf regeln, Kontrollen gut machen, Jugend schützen, alles zusammen und vielleicht dann noch ein paar Steuern einnehmen. Das ist doch ein vernünftiges Konzept. Bravo! Und selbst in der Polizei gibt es mittlerweile viele, und ich hoffe auch der ein oder andere, der heute mitläuft, die für uns sind, ich weiß das. In der Anwaltschaft gibt es ganz viele, die für uns sind, die sagen, wir wollen nicht mehr unsere Zeit damit verschwenden, Milliarden von Steuergeldern, dass wir die Kleinsten verfolgen, wir wollen was tun, dass wir die Großen verfolgen. Das muss ein Ende haben. Die Kleinen zu versorgen, oder? Haha, mein Freund, so geht's auch nicht, ne? So, ich mache es nicht mehr lang. Ihr seid heute viele, das ist richtig gut. Es wird noch ein langer Kampf, aber es kann sich was bewegen. Ich hoffe, es bewegt sich was auch in diesem Jahr. Es ist auch Bundestagswahl, es gibt Parteien, die wollen das Hanf freigeben. Ein paar sind hier. Vielleicht kann man dem was tun oder auch andere unterstützen auf der Straße, dass wir wirklich eine Bewegung hinkriegen. Denn wir haben in der Gesellschaft jetzt wirklich schon bald eine Mehrheit für uns. Jetzt müssen wir auch eine politische Mehrheit kriegen. Wenn selbst die Wirtschaftswoche titelt, gebt das Hanf frei, dann muss es doch auch möglich sein, dass es bei der Bundestagswahl eine Mehrheit gibt, die das hinkriegen. Und dafür kämpfen wir gemeinsam. Ich danke euch, macht noch einen geilen Tag draus und ich bin noch eine Zeit da. Dankeschön, super ist. Okay, Bühne frei, Jusos Nürnberg. Ja, liebe Freunde, schön, dass ihr alle da seid. Ich freue mich, vor so vielen Menschen sprechen zu dürfen. Es ist echt überragend, dass ihr so viele Menschen auf die Straße bringt für eine Cannabis-Legalisierung. Muss ich lauter sprechen? Okay, vielen Dank, dass ihr alle da seid. Es macht Spaß, bei euch zu sprechen. Ihr seid klasse. Und es ist klasse, dass ihr da seid für die Cannabis-Legalisierung. Ein sehr wichtiges Thema, was leider in den letzten Jahren ein Stück weit verloren hat in unserer gesellschaftlichen Debatte, was eigentlich schon längst beendet sein müsste. Ich meine, schaut euch doch mal an, wir stehen hier alle und sind alle friedlich, haben Spaß und tun niemandem was, oder? Also, diese Debatte ist so überflüssig. Die Gegner dieser Debatte, also diese Gegner gegen die Cannabis-Legalisierung, CSU und wie sie alle heißen, sprechen irgendwie davon, dass es irgendwie nicht zu unserer Kultur gehört oder sowas. Das ist Schwachsinn. Das ist doch unsere Entscheidung, was unsere Kultur ist, oder? Und dafür setzen wir Jusos aus der SPD ein und sind sehr dankbar, dass wir hier sein dürfen. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Danke! Das war schon! Ja, wird's aber knapp. Hey, Test. So, wir haben jetzt ein kleines Problem, wie ihr seht. Die meisten Leute sind jetzt da hinten vor dem Lautsprecherwagen. Deswegen würde ich die alle mal bitten, hinter den Lautsprecherwagen zu kommen, weil hier wieder unsere schicke Bühne ist mit unserem schicken Hanfblatt. Und wir jetzt hier dann unsere Abschlusskundgebung machen. Es ist ein bisschen unglücklich gelaufen. So, ihr wollt jetzt zu weit laufen. Die Kiffer sind da sonst immer so faul. Ich hab's nicht gecheckt. So, wir haben noch ein paar Lose übrig. Wer noch Lose kaufen will, die Mädels sind noch unterwegs. Die Gewinne können dann da hinten, wenn ihr vielleicht manche schon entdeckt haben, einen kleinen Bus aufgebaut mit Infostand, können dann da hinten abgeholt werden. So, und jetzt, da wir ja eine politische Veranstaltung sind, die Party war bis jetzt auch sehr geil. Unser nächster Redner, Tito Schüller von der Partei Die Linke. Und Stadtrat für die linke Liste Nürnberg natürlich. Liebe Freundinnen und Freunde, schön, dass ihr da seid. Ich möchte mich zuallererst bei euch bedanken. Und zwar dafür, dass ihr eure Interessen selber in die Hand nehmt. Das ist nicht selbstverständlich in diesem Land, leider. In der Regel ist es so, dass
Banken, Konzerne, Versicherungen und Vermögenden sehr oft in der Lage sind, ihre Interessen durchzudrücken, während wir als normale Bürgerinnen und Bürger es oft viel schwieriger haben. Von daher herzlichen Dank, dass ihr das macht, dass ihr euch nicht abfindet mit der Realität, wie sie heute ist, sondern visionär seid und schaut, wie es morgen sein könnte. Ihr alle kennt die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, die heißt sie? Wie heißt sie? Scheißer! Genau, Gottlass Marlene. Mit der saß ich schon vor 8 Jahren auf einer Podiumsdiskussion und ich muss sagen, die war damals auch schon ziemlich neben der Spur. Sie war damals für Atomkraft. Sie hat inzwischen ihre Meinung geändert. Ich habe nicht den Eindruck, dass sie das zweimal im Leben macht, aber notwendig wäre es. Sie muss auch ihre Drogenpolitik grundsätzlich ändern. Legalisiert alles! Hauptsächlich Essen! Und zwar, sie ist ja Mitglied der CSU, kommt aus Bayern. Da wäre es ja zum Beispiel ein Vorschlag, dass sie das Ganze legalisiert und dafür ein bayerisches Reinheitsgebot einführt, und zwar in der ganzen Bundesrepublik. Das wäre wirklich mal etwas Konstruktives von dieser Frau, ansonsten kommt da ja nur Verweigerungshaltung. Und diese Verweigerungshaltung ist ja schlimm. Sie ist schlimm für die Konsumentinnen und Konsumenten, die kriminalisiert werden und an den Rand der Gesellschaft gedrückt werden. Sie ist schlimm für die Gesundheit derjenigen, die konsumieren, weil sie nicht wissen, wie die Qualität ist. Und sie ist natürlich auch schlimm, weil sie damit kriminelle Strukturen unterstützt und es nicht in der Lage versetzt, die Behörden, diese kriminellen Strukturen auszutrocknen. Nur durch eine Legalisierung schaffen wir es, die schwarzen Schafe, die es da zweifelsohne gibt, auch zu schnappen und zu sagen, nein, so geht es nicht. So, und ich glaube, dass das Ganze eben eine Verweigerungshaltung ist, die einfach die Realität nicht zur Kenntnis nimmt. Die Realität ist, dass hunderttausende Menschen krank werden in diesem Land durch Alkohol, dass das Ganze relativiert und beschönigt wird, dass es Todesfälle gibt und gleichzeitig Menschen, die Cannabis konsumieren, die kiffen, werden kriminalisiert. Das ist eine Ungleichbehandlung, die wir nicht länger hinnehmen können und wollen. Und deshalb sind wir heute hier und deshalb sage ich nochmal am Ende, danke euch und der Kampf geht weiter. Ja, danke an Tito Schiller von der Linken. Als nächstes hören wir jetzt die Freien Demokraten mit Katja Hessel, die darf ich mal nach vorne bitten. Die haben uns auch bei der Mobilisierung schon mit einem eigenen Video unterstützt, hat uns sehr gewundert, wo das denn auf einmal herkommt von der FDP. Aber das willst du uns jetzt erklären. Hallo. Hallo Norberg. Hallo. Ganz, ganz herzlichen Dank für euren Einsatz. Es war eine super Party, die wir jetzt hier die letzten 3 Stunden hatten. Und ich hoffe für uns alle, dass wir nächstes Jahr Party machen, nicht weil wir für was demonstrieren, sondern weil ihr was geschafft habt, was wir umsetzen können. Liebe Leute, wir haben uns sehr bemüht, dass wir hier in Nürnberg eine Riesenveranstaltung haben, haben euch im Vorfeld mit der Werbung unterstützt und wenn ich mich so umgucke, es hat ganz gut funktioniert. Nochmal danke, dass ihr da wart. Wir sind heute den ganzen Tag mit einem Plakat rumgelaufen, das hieß: Prohibition kommt uns nicht in die Tüte und dazu stehen wir, legalize it und nächstes Jahr feiern wir es. So, danke an die FDP. Wollen wir ein bisschen Musik hören oder hören wir uns gleich noch eine Rede? Ja, hören wir ein bisschen Musik, oder?